Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein Haul für euch. Und zwar waren wir im Rossmann, DM, Lidl, Center Shop, Kaufland, Teddy und Action. Jo. Ich bin ein bisschen verschnupft, ich habe die Erkältung die ganze Woche schon. Ach, deswegen sehe ich auch so nicht perfekt geschminkt aus. Und zwar fangen wir mal an. Wir waren im DM-Markt gewesen. Dort haben wir einmal diese Toilettenpapier gekauft. Genau, einmal Toilettenpapier. Dann, wie gesagt, habe ich mir einmal von Essence den Adventskalender gekauft. Juhu, ich habe ihn endlich. Der sieht so hübsch aus. Ich freue mich drauf. Den an 1. Dezember aufzumachen. Aber ich muss jetzt, um den zu öffnen, noch 1, 2, 3 Monate warten, bis ich ihn öffnen kann. Aber die Geduld lohnt sich zu warten, um ihn zu öffnen. Aber der geht so schnell weg, deswegen musste ich mir den jetzt einfach schon kaufen. Dann im Kaufland haben wir einmal Wickelunterlagen geholt für meine Hunde. Habe ich euch ja schon gesagt. Zeige ich euch schon wie oft in die Kamera. Dann habe ich mir einmal im Action diesen wunderschönen Anzug hier gekauft. In Größe XL. So sieht der aus. Und dann ist auch noch eine Hose dabei. In rosa mit so Herzchen. Aber schön kuschelig. Weich. Und wie gesagt, so soll der ja aussehen. Pulli und Hose. Jo, bin ich mal gespannt, wie der so ist. Dann hat mein Mann sich im Action einmal diesen Textil-Cleaner gekauft. Für die Sitze. Bist du drin? Schatz? Keine Ahnung. Genau, einmal den. Dann haben wir im DM einmal von Denk mit den Hygienespüler gekauft. Dann habe ich im DM himmlische Frische von Denk mit einen Weichspüler gekauft. Genau, den wollten wir mal ausprobieren. Dann, wie gesagt, im Center Shop habe ich einmal diese Erbsenflocken gekauft für meinen Hasen, weil die liebt diese Erbsenflocken und ja, als Belohnung kriegt sie die dann mal. Dann hat mein Mann sich im Center Shop 3 solche Teile mitgenommen. Einmal das hier, weil er wollte, wir haben ja ganz normalen Receiver, damit gucken wir ja Fernsehen über unseren Beamer und Leinwand. Und jetzt möchte er noch, die dachten, einen zweiten Anschluss legen, für mit dem zweiten Receiver zu gucken auf dem PC. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie was anderes gucke, möchte er auf dem PC was anderes gucken. Entschuldigung. Einmal diese hat er sich geholt. Dann einmal dieses, so ein Verteiler. Dann einmal dieses Teil. Genau. Dann haben wir uns im Lidl einmal XXL Actimel geholt, die waren im Angebot. Genau. Dann habe ich mir mal im Rossmann, habe ich mir mal so ein Mega Trend Spezial geholt. Da sind Tattoos drin, so eine Prabugel geholt. Da sind Tattoos drin und Posters, ganz schöne. Und vor allen Dingen habe ich es mir gekauft. Ich zeige euch mal das Heft. Ich kann es mal gerade aufmachen. Ich habe es mir eigentlich gekauft wegen dieser Tasche hier. Die soll so aussehen wie hier abgebildet. Ist so ein Turnbeutel und die ist groß und die hat mir gefallen und deswegen habe ich es mitgenommen. Genau. Da kann ich euch mal gerade zeigen.
Da sind auch die schönen Tattoos abgebildet und Posters und so, ja. Und ab und zu lese ich die mal ganz gerne. Genau. Dann im Kaufland konnte ich einfach nicht widerstehen. Habe ich für 1,49 € mir einmal dieses Stickerbildchen mitgenommen. Die möchte ich hier unten hin machen, weil Wohnzimmer und Küche und so und Flur oben habe ich schon herbstlich dekoriert. Und jetzt möchte ich aber noch ein paar Bilder hier unten im Flur dran machen und vorne im Eingangsbereich möchte ich noch ein bisschen schmücken für den Herbst. Genau, dafür habe ich mir die Bilder genommen und dann habe ich mir auch einmal das Bild genommen für 2,99 €. Und zwar ist es ein ganz langes Bild. Ich weiß nicht, ob ich es ganz reinkriege. Muss ich ein bisschen weiter weggehen. So sieht das aus. Und dann habe ich mir noch ein zweites mitgenommen, auch für 2,99 €. Und da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Jo. Einfach ein bisschen dekorieren. Genau. Dann habe ich mir im DM Limit Edition von Balea Creme Dusche Magic Wonderland mit magischem Feenduft. Genau. Ist vegan. 300 ml. Wird ja voll gehypt im Moment. Geht ja total überall rund jetzt. Auf Instagram, auf YouTube, überall. Und. Oh, das riecht richtig gut, ey. Holla die Waldfee. Da freue ich mich schon auf die Dusche. Genau, das kam einmal mit. Und dann gibt es genau von dem Wonderland gibt es auch eine Tuchmaske. Magic's Wonderland spendet intensive Feuchtigkeit mit magischem Feenduft. Jeder Hauttyp. Limitierte Edition ist vegan. Das ist einmal die Maske. Die habe ich mir zweimal mitgenommen. Dann kamen wieder einmal diese mit. Die sind mir nämlich ausgegangen. Und ich habe mir einmal von Balea Tuchmaske Bikut oder Pikut mit Hyaluron und Lotusblütenextrakt mitgenommen. Da siehst du aus wie so ein Panda-Bärchen. Die ist jetzt nicht vegan. Nö. Aber die geht auch rund. Hat bestimmt jeder auch schon in die Kamera gehalten. Genau, einmal die noch. Dann habe ich mir noch einmal mein Parfüm Deo Spray mitgenommen. Das hier riecht super gut. Genau, dann haben wir die erste Tüte hier schon mal leer. Dann zeige ich euch gerade noch, im Teddy habe ich mir für mein Handy eine Universal Handyhülle mitgenommen. So sieht die aus. Muss ich mal probieren. Da kann man innen drin, das kann man aufspannen. Und dann kann man da sein Handy reintun. Hat auch so Kartenhalterung, Lederoptik, genau. Die habe ich mir im Teddy geholt, wollte ich mal ausprobieren. Und für 1,95 € habe ich mir bei Rossmann diesen Catrice Lippenstift mitgenommen. In der Farbe Demi Matt 020. So ist die Farbe. Ist ein wunderschönes Packaging. Ich zeige es euch mal. Ich drehe die mal gerade hoch. Und so sieht die Farbe aus. Also die ist echt super matt. Oh, und riecht schön cremig. Da freue ich mich schon drauf, den mal auszuprobieren. Genau, den habe ich mir mitgenommen von Catrice. 1,95 € Sonderpreis wurde reduziert. Genau. Mein Mann hat noch so ein Kabel mitgenommen, gekauft und Scheibenwischerwasser, also für den Scheibenwischer fürs Auto Wasser gekauft. Hat er noch gekauft. Und er hat sich noch Flexscheiben mitgenommen. Genau, diese runden Scheiben für die Flex. Soderle. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Und dann zeige ich euch mal den Rest. Ich stelle euch jetzt mal hier ab. Tada! So, da kann ich auch viel besser mit euch reden und zeigen. So, dann haben wir einmal vom Futterhaus 4 Kilo
Happy Dog Mini Baby und Junior Trockenfutter mit dran. Für meine kleinen Yorkies. Genau. Futter mitgenommen. Weil der Futtersack von denen geht jetzt langsam leer. Genug. Dann haben wir im Kaufland einmal der General Universal. Bergfrühling. Genau. Putzmittel mitgenommen. Da sind 750 Milliliter drin. Ist mein liebstes Putzmittel. Dann für meine Hunde wieder 12x100 Gramm von Pedigree Junior Futter, also Nassfutter. 3x mit Huhn und Reis, 3x mit Lamm und Reis, 3x mit Geflügel und Reis und 3x mit Rind und Reis. 100% ausgewogene Ernährung. Vital Protektion. Ja, genau. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und das kaufe ich meinen Hunden immer. Da sind 12 so kleine Päckchen drin. Ich kann es euch mal zeigen, weil ich fülle die sowieso um. Genau, so sehen die aus. Das ist mit Rind. Das hier ist mit Lamm und Reis. Das ist mit Huhn und Reis. Und Geflügel und Reis. Genau, so sehen die aus und die fressen meine zwei Süßen gerne und genau, kam auch wieder einmal mit. Dann habe ich beim Action für meine Hundis wieder Leckerchen mitgenommen, die fressen die gerne. Einmal so, ist aber alles mit Huhn und mit Kalb, genau. Ich fütter am meisten lieber gerne mit Huhn, Kalb, Lamm. So war halt. Und dann haben wir einmal die mitgenommen. Dann einmal die mitgenommen. Das sind so etwas härtere. Und einmal die mitgenommen. Genau. Damit die auch ein bisschen Abwechslung haben. Dann haben wir beim Action zweimal diese Jum Jum Nudeln mitgenommen. Genau. Die sind mit Chicken. Ja. Dann haben wir beim Action 4 Küchenrollen mitgenommen. Dann habe ich mir beim Action mal jetzt auch neu von Betty's Cosmetics ein Haarband. Also das ist so ein kuscheliges Haarband mit so einer Schleife. Das kann man sich die Haare zurückmachen, wenn man sich waschen tut oder schminken tut oder abschminken tut oder so. Genau, da kann man das machen. Wollte ich mal ausprobieren. Ich habe ja andere, aber das hier ist ein bisschen dicker und soll halt besser sein. War auch nicht so teuer. Ich meine 99 Cent oder so. Das kam einmal mit. Dann hat mein Mann von Grundig 20 Batterien mitgenommen. Ja, kann man immer mal brauchen. Ne? Für Uhren und so. Auch beim Action. Dann kam beim Action wieder Spülmittel mit. Dann haben wir zweimal diese Beefies, die esse ich ab und zu gerne mal. Ja, dann hat mein Mann sich beim Action mal neue Kopfhörer gekauft. Und zwar diese, könnt ihr das sehen? Ist so, ja, so chrom verspiegelt, so. Ja, genau. Einmal die hat er sich mitgenommen. Dann habe ich mir beim Action drei neue Masken mitgenommen. Von diesen Emojis. Und zwar einmal diese Tuchmaske. Siehst du aus wie dieser Affe. Dann einmal diese Tuchmaske mit der Katze. Da siehst du dann so auch so aus. Und einmal so. Da siehst du auch so aus. Ganz lustig. Probieren wir einfach mal aus. So, dann habe ich beim Action mir auch diese schöne Kerze gekauft. Diese schöne Kerze gekauft. Ach, die riecht gut. Wenn die dann ausgebrannt ist, benutze ich diesen Glas entweder weiterhin für als Teelichthalter oder ich tue da meine Pinsel rein. Genau, fand ich sehr schön. Die kam dann einmal mit. So, dann kam beim Rossmann
kam beim Rossmann einmal dieses Zwergkaninchenfutter mit den lebenswichtigen Vitamin C und Früchten für meinen Hasen. So. Dann haben wir dort auch einmal das Blatt hier jetzt. Einmal das mitgenommen mit Ringelblumenblüten und rote Beeten. So, das soll neu sein. Wollte ich meinem Hasen mal ausprobieren. Mal gucken, ob es geschmeckt. Das ist alles wichtige an Kräutern und so drin. Jo, die frisst du sehr gerne. Und zweimal solche Futterstangen. Einmal mit Löwenzahn und Pastinaken. Dann einmal mit Äpfeln und Walnüssen. Die frisst sie nämlich gerne. Genau. Momentchen. So, Lelle, hier bin ich wieder. Dann haben wir beim Rossmann, hat mein Mann sich zweimal von Isana Man 3-in-1 Duschgel sensitiv mitgenommen. Genau, dieses. Hubala. Zweimal. 300 ml. Und ich habe mir einmal dieses neue mitgenommen. Isana Du Creme Dusche Wild Leo. Aufregende Flower Duft. Und einmal das mitgenommen. Riecht sehr gut. So, dann im Kaufland hat mein Mann sich einmal diese Wonder Zimtis mit Zimt mitgenommen. Die wollte er mal ausprobieren. Und ich habe mir einmal diese mitgenommen. Genau. Dann haben wir uns wieder im Lidl ein 6er-Pack Sprudel gekauft. So. Dann, die muss ich euch einzeln zeigen, weil mein Mann hat sich seine drei schon rausgenommen und lässt ihn draußen im Kühlschrank und ich habe meine drin. Da haben wir von Beck's Green Lemon einmal das mitgenommen. Genau, ein 6er-Pack. So, dann haben wir eine Cola. Dann einmal Remoulade. Dann habe ich im Futterhaus von Trixi ein Football mitgenommen für meinen Hasen. Das kann man aufhängen an ihrem Käfig oben und dann kann man da frisches Obst oder Gemüse oder Salat oder so reintun, damit sie halt Beschäftigung hat. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Das habe ich jetzt mal gekauft. Das macht man hier am besten. Warte. Macht man das, ja, macht man da ab, dann hängt man das auf und dann befüllt man das und dann hängt man das rein. Das wollten wir jetzt mal ausprobieren, gucken, ob es ihr gefällt. Weil die räumt ständig ihren Käfig um, macht die Ecktoilette weg und ihre Futternäpfe macht sie ständig weg. Und jetzt haben wir ihr auch eine Flasche gekauft mit Trinkhalterung, damit sie ihr Wasser nicht heute auskippt. Jo, das habe ich gedacht, damit sie die Ecktoilette auch mal da an diesem Ort mal lässt, wo es auch hingehört, kaufen wir einfach mal ein bisschen diese Beschäftigung, gell? Dann kam einmal diese Pizza-Kombi mit. Oh, bei uns fängt es an zu regnen. Dann haben wir einmal Traubenkernlos mitgenommen vom Lidl, sind im Angebot. Ja, genau. Dann haben wir einmal Tomaten gekauft. Dann haben wir einmal das hier dieses gekauft, dieses Fladenbrot hier für selbstgemachte Döner zu machen, diese Wraps. Dann einmal dieser geriebene Käse. Dann zweimal Thunfisch in Sonnenblumenöl.
einmal für auf die Pizza, einmal für italienischen Salat zu machen am Wochenende. Dann haben wir hier einmal XXL Salami und einmal den Joghurt Milch 3,5% Fett. Das möchte ich da machen mit Zucker und den Trauben für als Nachtisch. So, dann haben wir einmal Toast gekauft. Dann haben wir zweimal Brot. Einmal wird eingefroren, einmal tun wir dann in den Kühlschrank. Dann habe ich hier einmal von Pedigree Dentastick mitgenommen, Daily Fresh, Dreifachwirkung. Da sind 7 Stück drin. Die wollte ich von meinen Hunden jetzt mal ausprobieren, weil die haben Mundgeruch. Gucken, ob das hilft. Dann haben wir zweimal Milch. Dann zweimal Gemüse-Mais. Einmal für die Pizza, einmal für den italienischen Salat. Einmal Knoblauchsoße. Dann, die liebe ich so, Ferrero-Küsschen. Die waren im Angebot. Genau. Oh, die liebe ich auch. Einmal Giotto. Waren auch im Angebot. Dann einmal den Joghurtsalat für den italienischen Salat. Einmal Pilzen für auf die Pizza. Und einmal den Nuss-Nougat, ja, Aufstrich. Der liebt mein Mann so sehr. Dann haben wir frische Aufbackbrötchen gekauft für morgen früh. Dann haben wir einmal Geflügelmortadella. Dann haben wir Bierschinken vom Kaufland. Dann haben wir einmal Kochschinken. Einmal diesen Käse. Dann haben wir Kroketten gekauft. Dann diese Knusper-Kartoffeltaschen mit Frischkäse und Kräutern. Oben wie gekauft. Dann einmal Schnitzel. Dann Puttenbrust. Und einmal dieses Gyrosfleisch für unseren selbstgemachten Döner. Genau. So. Und das war es auch schon gewesen, meine Lieben. Dann war ich mit meinem Mann gerade noch ganz kurz bei Burger King, haben uns einen Burger genommen, haben den ja gegessen für Mittag. Und jo, das war's gewesen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, ihr holt es noch nach und tut die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ich bin auch auf Instagram, das heißt ich Goldener Engel. Jo, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und einschaltet. Passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!